Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3, X4 Foundations. So, ich habe jetzt in der letzten Folge, ja, habe ich schon kurz erwähnt, dass ich hier noch ein paar, ja, die Station noch weiter aufgebaut habe, den noch einen Albatros hinzugekauft habe und auch in der letzten Folge noch hier dieses Schiff noch besser aufgerüstet habe. Denn es ist so, ich hatte ja hier noch eine Modifikation bekommen, also eine Dreier-Modifikation. Ich habe es erstmal die erste ausprobiert, um zu schauen, ob sich das irgendwie stackt, also multipliziert oder addiert. Entschuldigung, addiert. Und leider nein. Man muss wirklich hingehen, wenn man die Teile hat für die außergewöhnliche Qualität, vergesst die anderen. Die müsst ihr so oder so zerlegen. Geht am besten hin, nehmt euch direkt die Dreier, sucht euch das Passende aus. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier auf der einen Seite ein bisschen Pech gehabt, weil der Reisemodus-Schub, der lag jetzt bei 10%, aber hey, was soll's? Hier habe ich bis zu 3 Eigenschaften, hier 4 und hier 5. Und hier habe ich ja bis zu 7 Stück. Dann lohnt sich das eher, die hier zu holen. Ja. Dann bekommt man auch hier die anderen dazu. Ne, gut, wobei Booster-Schub ist nicht dabei. Rotationsschub, Modifikation, naja, ist eher nicht dabei, eher die anderen Sachen. Aber egal. Das heißt, das Schiff ist jetzt etwas schneller als vorher, denn ich will ja die Nova noch etwas behalten. Wobei ich jetzt auch ein bisschen doof bin. Ich hätte könnten auch die Quasar holen, ne? Ich hätte könnten auch die Quasar holen, bam, 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 weil die hat ja 6 Türme. Da ist aber nur die Frage. Schiffe kaufen. Kann ich sie kaufen? Ja. Ich glaube, war das die Pulsar? Nee, es war nicht die Pulsar. Doch, es war die Pulsar. Die hat 6 Türme. Die hat ja 6 Waffentürme. Da will ich was sagen. Schwer modifiziert und 3,1 Millionen. Oh, so viel Geld habe ich aber leider nicht. So viel Geld habe ich leider nicht. Ja, ich hätte sollten das Ganze hier aufnehmen für dieses Schiff. Die ist zwar recht langsam mit 3500 Meter pro Sekunde. Wobei, wir müssen auch das hier auswählen, ne? Jetzt sind wir bei 5000 Meter pro Sekunde. Ich hätte sollten das Schiff nehmen und ausrüsten. Ach, verdammt. Weil, ist eher die Frage. Was bekomme ich denn? Weil ja das Schiff ja hier unterwegs ist zu 8-stündigen. Ich hoffe nur, sie wird mir nicht zerstört. Ich glaube, dort habe ich eine Möglichkeit, ein, ja. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Der dockt doch selber ab. Du bist ja hier eingestellt. Gerade mal nachschauen. Und zwar 8 Stunden bringt mir außergewöhnliche Qualität 1, 1 bis 3 Stück, Inventargegenstände 2 bis 15 und außergewöhnliche Qualität von 5 bis 10. Und ein bisschen Credits, wobei die Credits sind mir jetzt erstmal egal. Hauptsache die Modifikationen passen. Bei denen hier 1 Stunde. Ich schätze, könnten auch für 1 Stunde wegschicken, ne? Da bekomme ich ja genauso viel. Das Einzige, was sich ändert, ist der Preis, ne? Das Einzige, was sich ändert, ist der Preis. Der hätte ich, die könnten auch dort zur 1 Stunde hinschicken. Verdammt! Naja, so habe ich erstmal so einen kleinen Zeitüberbrücker für morgen. Einmal mit Profis. Einmal. Da war ich ein bisschen zu schnell gewesen. Ich hoffe nur, dass das gute Schiff hier, die Lume, nicht zerstört wird. Das sind Lumen, ne? Genau. Dass sie nicht wegkommt. Dass ich doch noch meine Modifikation bekomme. So. Und zwar teleportieren. Was habe ich überhaupt in der letzten Tour als Gegenstände bekommen? Raumanzug, Logbuch, Kontoverwaltung. Gib mir mal her. Achso, ich brauche halt immer ständig hier rüber zu gehen. Stimmt ja, kann ich auch so machen. Statistiken im Inventar.
Was habe ich denn hier alles bekommen noch? Oh ja, hier. Die Bonitkristalle habe ich schon bekommen. Alter, 6,2 Millionen Credits. Da könnte ich ja gleich schon die Quasar kaufen, ich Depp. Nächstes Mal soll ich mal genauer nachschauen, was ich alles habe noch. Kaufen wir doch gleich die Quasar. Kann ich helfen? Bitte sehr. Aber ich weiß nicht mit diesen Waffen. Weil die Waffen sind relativ sehr, sehr laut. Fruchtsalat, nee. Interface-Einheiten kommen mal ein paar Stück weg. Programmierbare Feldmatrixen kommen ganz weg. Seltene Gewürze. Ich habe keine Mission entdeckt seit 1.5. Mit den seltenen Gewürzen. Raumfliegeneier, wie viel bringen mir die denn? Knapp 500.000. Oh, du hast erste Hilfekästen? Aha. So, Kristalle weg. Oh, gerade 289.000, das finde ich ja wunderbar. Magia-Glied kommt weg. Und die Sachen kommen weg. Und das war's. Ich brauche unbedingt einen Schwarzmarkthändler, weil ich habe ja noch viele Sachen, Guten Profit. die als Schwarzmarkt noch abgestempelt sind. Ja, Sicherheitsumgehungssystem, 7 Stück. Puh. Ich habe den Sinzer, Kionkristall, kann ich leider nichts damit anfangen. Zählen aber als allgemeine Güter. Erweitertes Zielmodul. Gute Frage, nächste Frage. Keine Ahnung. Aber Hallo. wir kaufen uns erstmal den Quasaren und mit der Hoffnung, dass sie Teile hat, ja. Damit sie auch wieder rechtzeitig gebaut wird. Schiffe kaufen und zwar Größe S, einen. Ne, Quasar, ein Pulsar, Entschuldigung. Das ist ein Pulsar mit Reiseantrieb. Angeblich hast du alles. Gott, die kostet ja 3,1 Millionen. Die kostet ja über 3,1 Millionen. Antriebe, Allrounder oder gefecht? Ne, ich bleibe ja in Allrounder. Schilde passen. Ja, die Frage ist jetzt da mit den Waffen. Bolzenrepetierer? Oder Pulslaser? Die Burst-Waffenleistung wäre bei denen besser. Und anhaltende Waffenleistung. Ja, komm. Wir gehen auf die Pulslaser. Wobei die schon auch relativ sehr, sehr teuer sind. Enzyklopädie. Mal gerade nachschauen. Waffenleistung 51 Megawatt. Und zwar die Bolzenrepetierer 31 Megawatt. Ich denke mal, die Anzahl macht es aus, der Schaden. Zur Not könnte ich auch die Plasmakanone nutzen, weil die schlägt ordentlich ein. Wenn 6 Plasmakanonen das Ziel treffen, das ist sofort weg. Ne, wir bleiben bei den Pulslasern. Die sind angenehm leise, wobei ich auch zielsuchende Raketen nutzen könnte. Oder gleich einen Torpedowerfer. Oder ein Strahlenemitter, das wäre auch so eine Sache. Oh, schaut mal, ich habe jetzt da über 1 Million gespart, wo ich die Teile weggenommen habe. Verbrauchsgüter. Wir lassen dir jeweils immer 10 Stück da. So. Täuschkörper, ja, passt. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Alles in Ordnung. Es wäre alles in Ordnung. Dann kaufen wir das Schiff. Wird es auch gebaut? Ja, es wird gebaut. Super. So, dann docken wir mal ab. Dann lassen wir mal den Zinser laufen und dann wechseln wir mal auch direkt das Schiff. Ei. Zap. Lassen den Zinser laufen. Aber die Nova heben wir natürlich auf. Die schicken wir dann runter zu. Ne, profitabler Handel nicht. Doch, profitabel. Ne, ich schicke sie dort hinten hin. Nach Yanamusura. So, sie sollte jetzt da fertig sein. Ja, ist sie. Teleportieren. Jawohl. So, dann, liebe Nova. Ne, stopp, das ist hier der. Der hier. Doch, hier. Nova, du bist hier. Nova Angreifer. Du dockst mal
bitte hier an. Hey, den Lume-Verteidiger könnte ich auch verkaufen, ne? Den könnte ich ja verkaufen, weil den brauche ich ja zurzeit nicht. Verkaufen Schiff an, 220.000 Credits. Was haben wir hier für ein Schiff hier rumfliegen? Achso, jetzt sind Nova. So. Und dann mal schauen, wie weit ich die hier aufrüsten kann. Achso, warte mal, wir sind doch hier im Raumdock. Da kann ich ja direkt das Schiff ausrüsten. Wo ist hier der Ausgang hier? Ja, dankeschön. Sie sieht sieht richtig schön böse aus mit den 6 Waffen, mein lieber Scholli. So, dann schauen wir mal, der Schiffshändler, was ich dort machen kann mit den Waffen. Was ich mit denen anstelle, Werkbank. Und zwar Waffen. Bam. Oder wir holen erstmal hier die mittleren. Eine wird markiert und die andere nicht. Hä? Woher weiß ich jetzt, welche was ist? Oh, ist auch wieder doof. Ah, Schadensmodifikation. Bam, 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 bam. Ich kann nur eine machen. Oh Gott. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber 49%, das ist nicht schlecht, mein lieber Scholli. Ja. Und mehr kann ich leider nicht tun. Schadensmodifikation. Bis zu 2 Stück. Bis zu 3. Schilde. Achso, Schilde kann ich glaube ich auch nichts machen. Doch, einen kann ich machen. Schildkapazitäten 5-20%. Nee. Oh, toll. 5%. 12%, okay. Triebwerke. Und zwar Reiseschub-Modifikation könnten wir auswählen bis zu einer Eigenschaften und hier sind es 0 Eigenschaften. Aber wieso macht man das überhaupt? Wieso tut man sowas rein? Diese 2 hier. Wenn man doch eh den hier auswählt. Da kann man den hier auch weglassen und dann gleich den hier holen. Oder den hier weglassen und den hier holen. Ich verstehe den Sinn nicht. 36% Boosterschub des Antriebs. Ach. Ah, wir lassen es so. Wie gesagt, Chat sollten direkt den Quasar, den Pulsar kaufen und dann direkt auch hier die Sachen auswählen. Das war eher rausgeschmissenes Geld, muss man sagen. Nee, das sieht mit diesem Schiff sieht das irgendwie saukomisch aus. Ich möchte es. Ja, die Farbe nehmen wir. Installieren. So. Das hier sieht irgendwie ganz komisch aus. Nee, das, wir bleiben so bei der. Ansonsten, ja, war es was gewesen mit diesem Schiff? Wir kehren wieder zurück. Angreifer. Yep. Das ist ein Pulsar-Angreifer. Ich hab's immer mit den Quasaren. So, wir docken ab. Die sind auch sau laut. Ich glaube, das ist eher die Anzahl der Waffen. Puh. Hier, Nividium. Ach so, ja. Thema. Asteroiden, denn die Asteroiden unterscheiden sich auch wie in X3 und X-Rebirth, denn Nividium hat ein ganz anderes Aussehen, ich glaube, das ist eher bei X-Rebirth, Nividium hat ein ganz anderes Aussehen wie hier zum Beispiel Erz oder Silizium, ja, eher das hier, haben wir hier irgendwo ein Beispiel, das ist alles leer, ah, Silizium, ja. Und dort oben ist Erz, denn diese 3 Arten von Erzen, beziehungsweise Erz, Silizium, Nividium, haben ein ganz anderes Aussehen. Nividium ist irgendwie so komplett zerrobbt, ja, also so Zacken,
erkennt man das sofort. Dann Silizium ist so etwas heller und Erz hat, sage ich mal, bisschen gräulicher und hat auch diese braune Flecken. Dort erkennt man immer an die Sachen, wie welche Asteroiden sich hier handeln. Ja, Silizium hat auch hier diesen grünen Schleier dort. Die war so geil. Ja, hier wäre nochmal normalerweise Erz, aber der Asteroid ist leer. Hier wäre Silizium, dort hinten ist ganz klar Eis, ne? Und ja, so viel zu dem hier. Wir fliegen mal weg. Puh, das ist ein böses Biest, ey, mein lieber Scholli. Es brauche ich nur ein Opfer. Ich brauche ein Opfer. Ich würde sagen, wir fliegen mal dort runter. Mit der Hoffnung, dass dort unten was ist. Ich brauche unbedingt jetzt ein Opfer. Irgend so ein Kahak oder ein Xenon-Schiff, egal was. Piraten will ich jetzt erstmal noch keine jagen gehen, denn ich will mich eher mit ihnen verbünden. Ui, ich wäre bald wieder hier reingeflogen. Asteroid. Ich hasse diesen Asteroiden dort. Drecksau. Ja. Da bin ich schon öfters dagegen donnert und habe mich dort festgebackt. So. Na. Autopilot eingeschaltet. Ja, fliege zu. Ja, das unten mit der Schrift fliege zu dralala dralala mit diesem Makro. Ja, das ist irgendwann seit Patch 1.5 dazugekommen. Das war vorher, glaube ich, nicht gewesen. Wollte gerade sagen, Autopilot, mache ich mich jetzt ja bitte nicht schwach. So, dann lassen wir hier mal den Zinser laufen. Schade, dass das nicht mehr kommt. Mit Autopilot hat total versagen. Schade, schade, schade. Wenn das mal wieder kommt, das wäre so geil. Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal hatte. Ich glaube, da bin ich irgendwie... Da war ja klar, dass er dort muss speichern. Jedes Mal, wenn ich irgendwo durch ein Tor fliege oder ein Schiff befehligt habe, jedes Mal speichern. Spiel. Der Autopilot ist noch eingeschaltet. Ab und zu schaltet sich auch der Autopilot aus. Das ist auch schon das öftere Mal passiert, wo ich im Highway war. Und da hat sich jedes Mal der Autopilot sich ausgeschaltet. Das war irgendwie ganz komisch. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen, muss ich sagen. Achso, ja, hier kommt nochmal die gefährliche Region. Wenn du jetzt dagegen diesen Asteroiden hier donnerst, dann glaub mir. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Wahnsinn, ey. Weißt du, ich bekomme dort Schaden, aber andere Schiffe, NPC-Schiffe, die fliegen dort durch und bekommen keinen Schaden. Wo ist denn da die Logik? Erreiche System. Weiter Kontakt. Ja, mit Volldampf da rein. Mit 6000 Meter die Sekunde. Hier, Autopilot ausgeschaltet. Ich habe nichts gemacht. Autopilot eingeschaltet. Er schaltet sich manchmal irgendwie aus, obwohl ich nichts drücke. Weil ich spiele hier mit einem Bierdeckel, ja? Und mehr mache ich dort nicht. Erreiche System. Gesegnete Vision. So, das hoffen wir mal, dass er jetzt hier auch rausspringt. Autopilot. Ja. Ausgeschaltet. Lass mal den Zinser laufen. Wieso ist jetzt wieder ausgeschaltet? Autopilot eingeschaltet. Hä? Wie gesagt, ich verstehe manchmal den Sinn von dem Autopilot nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass der ausgeschaltet ist. Wie gesagt, also es ist irgendwie ganz, ganz komisch mit diesem Autopiloten. Der hat seinen eigenen Kopf in dem Sinne. Aber das Problem ist ja,
Auch zu XP Birth hatte der Autopilot auch verdammt viele Schwierigkeiten gehabt, dass er mal richtig funktioniert hat. Das hat auch bis zu einem Jahr gedauert. Hier kann man jetzt auch sagen, manchmal funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht, ne? Dort gibt es kein so ein Zwischending. Das war ich jetzt da gewesen, keine Panik. Weil dort gibt es halt kein so ein Zwischending. Keine Xenon-Schiffe hier. Das gibt's doch nicht. Aber hier verdammt viele. Was ist hier los? Wie viele Odysseus hier sind. Und andere Schiffe. Mein Gott. Jetzt würden hier schon keine Xenons mehr reinkommen. Weil da könnten die. Schau mal hier, wie viele Odysseus hier sind. Ich zähle hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Hier hinten nur auf diesem einen Fleck. Also die Xenons haben hier echt die Arschkarte gezogen, wenn die dort reinkommen. Nee. Die werden ja komplett zerlegt und ausgebombt. Eieieiei. Ich habe 6 inaktive Missionen. 6 Stück. Hier, eine M. Da ist eine M. So, die wird jetzt daran glauben müssen. Ja, schieß du ruhig. Oh, hier, Fuchskompensator. Mal wieder. Oh, ich habe hier ein kleines Problem. Ich muss hier weg. Die Xenon zerlegen mich. Das Schiff hat zwar nicht viele Schilde, aber dafür genug Feuerkraft. Aber sie hat genauso starke Schilde wie seine Vorgänger auch. Das können wir gleich mal nachschauen. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich warte nur drauf, bis hier mal die Schiffe herauskommen. Ah, hier will keins mehr reinkommen. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen dieser Folge und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.